gut rüber. Jetzt können wir es hier auslassen. Im Namen des Vaters und des Sohnes und des Heiligen Geistes, unser Herr Jesus Christus, dem wir den Weg bahnen sollen, er ist mit euch. Ihr Minis, wir sind in etwa 15 Gruppenleiter und Gruppenleiterinnen und über 70 Kinder und Jugendliche zwischen 8 und 17 Jahren. Das sind 9 Minigruppen, die sich wöchentlich treffen. Das sind viele, viele Aktionen über das ganze Jahr verteilt. Und natürlich das äußerst beliebte Minilager in den Sommerferien. Heute wird unsere große Schar durch 7 neue Minis bereichert. Außerdem erneuert die in Anführungszeichen langgedehnten Minis die Versprechen, wieder ein Jahr lang verlässlich, hoffentlich, ihre Aufgaben als Gestrand und Penetrantinnen im Gottesdienst zu erfüllen. Unsere neue Minigruppe hat sich den Namen Mini Füchse ausgesucht. Deshalb hören wir heute einen Text aus Saint-Exupérys Der kleine Prinz. Ihr habt euch in den letzten Monaten auf euren Dienst in unserer Gemeinde vorbereitet. Im Namen der heute hier versammelten Gemeinde frage ich euch, wollt ihr euren Ministrantendienst gut vorbereitet, gewissenhaft, verlässlich und getragen von der Liebe zu Gott und den Menschen erfüllen? Ja, wollen wir es. Für diese eure Bereitschaft danken wir alle euch als sichtbares Zeichen für eure neue Aufgabe, werde ich dann euch die Ministrantengewänder überreichen. Bevor wir aber zur Aufnahme der neuen Ministranten kommen, wollen wir uns erst einmal vorstellen. Ich heiße Kathi Bock, bin 16 Jahre alt und gehe in die 7. Klasse des Albertus-Magnus-Gymnasiums. Im November 2007 bin ich bei den Minis Gasthof aufgenommen worden. Und seit 3 Jahren bin ich Mitglied bei den Mini-Cats, wo ich mich mit Oliver angefreundet habe. Mein Name ist Oliver Zahn. Ich bin Schüler der Rudolf-Stern-Schule Festersdorf und mittlerweile schon die Hälfte meines Lebens Ministrant, das sind 8 Jahre. Und deshalb habe ich mich mit Kathi dieses Jahr dazu entschieden, eine neue Gruppe zu leiten und ihnen das beizubringen, was unsere Gruppenleitung zu ihrer Zeit beigebracht hat. Also bitte richtet eure Aufmerksamkeit auf die neue Gruppe, die Mini-Büchse und auch einen neuen Ministrant, der in die Gruppe die Mini-Biber aufgenommen hat. Meine Ansichtskarte, bitte. Mein Name ist Maria und bitte, ich bin 8 Jahre alt. Am liebsten lese ich Bücher oder gehe schwimmen. Sonst esse ich gerne Spaghetti und spiele Geige. Ich heiße Emily. Ich heiße bitte. Emily, ich bin 8 Jahre alt schön. Und war sogar schon mal in Amerika. Oh. Ich heiße Matthias und bin 8 Jahre alt. Ich gehe in die 3. Klasse und mein Lieblingsfach ist Mathematik. Bitte, Matthias. Mein Name ist Johannes und ich bin 8 Jahre alt. Meine Lieblingsfächer sind Religion, Werk- und Sachunterricht. Ich gehe sehr gerne in die Schule und lese auch sehr gerne. Julia
Flugleiter der Mini Biber. Die Mini Biber wurden schon vor 2 Jahren aufgenommen und gehen mittlerweile in die 1. Klasse Gymnasium. Heuer im Minilager haben die Mini Biber aber trotzdem Zuwachs bekommen. Hallo, ich heiße Max und bin 10 Jahre alt und ich spiele gerne Fußball. Kannst du es bitte machen? Okay, warte, ich tue es. So. Gottes Hilfe, soll euch das wirklich am Leben, am Dienen, am Sein, der uns alle begleitende Gott, der Vater,